Leute auf meinen Weg legten mir Steine in den Weg. Und irgendwas wollte mich kaputt machen, nachdem diese ganzen Sachen passiert sind, diese übersinnlichen Sachen, die man nicht verstehen kann, die man nicht akzeptieren kann und jemanden verrückt hält. Aber diese Scheiße liegt mit auf meinen Werdegang. Ich bin froh, dass ich heute lebe und nicht unter der Erde gegangen bin. Diese Scheiße ist nun mal passiert. Auch wenn es zu viel war für euch. Ich habe dafür Verständnis, dass es dann so abgelaufen ist. Das kann man eigentlich gar nicht wahrhaben. Ich finde es selbst unglaublich, dass sowas passieren kann. Aber heute geht's mir gut und ich gehe meinen Weg weiter. Ich weiß, dass durch diesen Kräften eine höhere Macht da draußen herrscht. Auch klingt es wieder verrückt, aber haltet mich nicht verrückt, denn das sind Tatsachen. Ich bin hochbegabt, ich erzähle keine Märchen wie die Gebrüder Grimm. Ich würde mich nicht mit solchen Geschichten zum Affen machen. Ich bin keiner. Ich bin Marco Firat Wagner und komme so langsam wieder klar und sehe die Vorteile der letzten 2 Jahre. Sie haben mich gesünder gemacht. Ich versuche mein Leben immer weiter zu perfektionieren. So wie ich es eigentlich schon immer mache. Ich habe hart gekämpft, aber ich hatte für alles eine Antwort. Ihr seht selbst, wie intelligent ich bin. Glaubt ihr, so ein intelligenter Mann erzählt Märchen? Kaum vorstellbar für die Menschen da draußen, aber diese Sachen sind einfach passiert. Wäre ich einen ganz normalen Weg gegangen und hätte diese Sachen nicht erleben müssen und hätte jemand anderen gehört, der mir diese Sachen erzählt hätte, vielleicht hätte ich das selber gemacht wie ihr. Ich weiß noch nicht mal, was der Grund war, aber es könnte der Grund gewesen sein. Ich will ihn gar nicht mehr wissen, es ist mir egal. Hauptsache, mir geht's heute gut. Traurig, und jetzt schaut mich an, ich bin nicht schuld daran. Diese ganze Geschichte hatte auch Vorteile für mich. Ich hätte längst hinter Gitter sitzen müssen oder hinter Forensikmauern. Da habe ich auch Glück gehabt und konnte mich raufboxen, wegen so behinderten Trotteln. Ich bin ein kleines Genie, meine Welt war voll Zauber. Und ich hoffe, dass ich nie mehr wieder darauf reinfalle oder nie mehr wieder diesen Glauben daran verliere, den meine Mutter mir eingetrichtert hat. Nur so passieren solche Hexereien. Die Dämonen sind schon lange verschwunden. Ich bin mittlerweile ein gesunder Mann, hab gesunden Verstand und hänge nicht mehr an den Glauben fest. Die Dämonen sind schon lange nicht mehr da. Ich komme mittlerweile nachts gut klar und kann ohne nichts schlafen. Und habe auch keine Angst mehr. Komm, lass uns vergeben und vergessen. Alles in Ordnung, ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Ich verzeihe euch und ihr verzeiht mir. Ist egal, was passiert ist. Scheiß drauf, Schwamm drüber. Einfach weitermachen und irgendwas wird sich schon ergeben. Und wenn ihr weiter nicht mit klarkommt, dann werde ich halt weiter meine Runden alleine drehen. Kein Problem.